In der sogenannten Maskenaffäre sollen an die ehemaligen CSU-Politiker Nüßlein und Sauter sowie an drei Geschäftsleute insgesamt bis zu 6 Millionen Euro Provision geflossen sein, deutlich mehr als bislang bekannt. Gezahlt wurde das Geld von einem Textilunternehmen aus Hessen. Nach Recherchen mehrerer Medien ging es zunächst in eine Firma in der Karibik bzw. an eine Bank in Liechtenstein. Allein das bayerische Gesundheitsministerium kaufte 3,5 Millionen Schutzmasken, Stückpreis 4 Euro. Das macht also 14 Millionen Euro gesamt. Der Bundestagsabgeordnete Nüßlein ist inzwischen aus der CSU ausgetreten, Sauter aus der CSU-Landtagsfraktion. Beide bestreiten die Vorwürfe.